Sie gucken nach außen. An dem Kamin hinter ihnen sah man zwei identische Statuen. Ja. Ja. Das weiß ich doch alles. Aber ich habe diese in grün mit dem Hut. Diese in blau mit Horn, ohne Hut. Den Kopf... Deinen Kopf in den Müll werfen, was? Aber ich meine Sprachskills nicht. Ja, der sitzt so fest dran, ich weiß. Ja. Schmeißt mal eure Sachen alle in den Müll. Aber die hat doch... An der blauen Statue fehlte der Kopf. Man konnte nur noch ihre Kutte und die Sandalen an ihren Füßen erkennen. Das ist jetzt nicht... Meint ihr wirklich, dass das so easy ist? Die Statuen blickten alle nach außen, wie auf dem Foto von Marquez. Ich wartete mit angehaltenem Atem, was passieren würde. Und dann... Nichts. Danke, Tron, danke. Das würde nicht funktionieren. Ach, Manu! George, also es gab, nein, hi Diana, das war wohl noch zu früh. Ich find's gerade echt, boah. Okay, abhaken, wir sind schon mal einen Schritt weiter, es kam tolle Musik, er hat mehr Informationen, aber es tat sich nichts. Und ich möchte da unten. Der gemauerte Kamin war alt und staubig. Genau. Warum tat die Statuen nichts? Auf und okay, ihre Farbe. Ja. Ich war eindeutig irgendwas auf der Spur. Ich hätte zuhören sollen. Ich bin jetzt hektisch. Wenn ich nur ganz genau hinsah, würde ich alle nötigen Antworten entdecken. Ich bleib. Es ist jetzt nur eine Idee. Das lohnte sich nicht. Ach Junge. Die Statuen auf dem Sockel waren die gleichen wie die auf dem Familienfoto von Marquez. Und ihre Farben passten zu den Figuren in Simeons Manuskript. Ich war eindeutig... Du meinst nach innen, ne? Oder? Ist der jetzt richtig gedreht? Boah. Die Statuen auf dem Sockel waren die gleichen wie die auf dem Familienfoto von Marquez. Lass es dir schmecken. Und ihre Farben passten zu den Figuren in Simeons Manuskript. Ich war eindeutig irgendwas auf der Spur. Ich weiß das doch. Okay. Ich drehe die jetzt noch einmal Richtung... Eine Treppe? Ich hatte ja keine Ahnung. Wir müssen raufgehen. Wir haben nicht viel Zeit. Treppen. Nichts als Treppen. Meine Güte, schauen Sie nur. George? George! Was ist das? Ein angesinktes Stück Papier. Da steht das Wort Wolfram. Kommt mir bekannt vor. Oh, ich danke Wolfram. Euch. Ich danke euch. Verflucht sei der Name. Also. Was wissen Sie über Wolfram, Senior? Wolfram. Ich spucke auf den Namen. Eigentlich... Glückwunsch an euch. Ihr habt mitgeraten, ihr habt mir gute Tipps gegeben.
Und am Ende, ich hab's immer noch nicht... Oh. Zur untergehenden Sonne, zur aufgehenden Sonne. Ach, ich... Nee, wir haben's geschafft. Das ist das Wichtigste. Und wir reden jetzt endlich mal mit Ramon. Sie leben also schon lange hier? Mein Leben lang. Mein Vater hat vor mir hier gedient. Er hat mich sogar nach Senor Xaviers Lieblingsheiligem benannt. Sant Ramon. Schutzpatron der unschuldig Angeklagten. Das ist schön. Ist es nicht. Die Mauren trieben ihm ein Schloss durch die Lippen. Oh, verstehe. Nun, sicher können wir alle etwas daraus lernen. Aber Tron, wahrscheinlich verstanden hast du das Rätsel wahrscheinlich auch nicht. Bei dir war es, gehe ich mal von aus, ich habe jetzt nur rumgedreht, bis es dann klack gemacht hat. Ich hätte die Figuren wieder anders dahingestellt. Ganz ehrlich, ich hätte sie wieder anders. Aber wenn es das zweitlängste Rätsel ist, woran du saßt, ich hoffe, das längste war irgendwo vor der Geschichte gewesen. Also, dass das nicht noch jetzt auf Was mich zukommt. Was ist Wolfram? Das war eine Bergbaufirma, geleitet von einem Mörderschwein namens Genen. Im Bürgerkrieg unterstützten sie die Faschisten. Dafür bekam Genen Soldaten für seine Drecksarbeit. Sie waren hier, brachten ihren schmutzigen Krieg in dieses Haus und haben Senor Xavier getötet. Sie haben Xavier erschossen, Senor Marques Vater? Ich war noch klein. Aber es kommt mir vor, als sei es gestern gewesen. Er und sein Freund Hernandez wurden erschossen wie Tiere. Warum waren sie gekommen? Sie waren auf der Suche nach irgendwas. Und sie brachten Tod und Verderben. Da war etwas, das habe ich nie begriffen. Xavier hat versucht, durch die Bibliothek zu fliehen. Aber die Bibliothek hat vergitterte Fenster. Eine Sackgasse. Eine Sackgasse? Dieser Genen, wer war er? Er war Schweizer, Geschäftsmann und ein Mörderschwein. Und was hat er hier gewollt? Keine Ahnung. Wenn er gerade niemanden gefoltert hat, verschwand er in der Bibliothek. Er war wochenlang da drin. Machte sich Notizen, studierte Karten. Seine Leute haben ganz Katalonien durchforstet, auf der Suche nach irgendwas. Haben Sie es gefunden? Wer weiß. Eines Tages war Genen einfach weg, ist nie mehr aufgetaucht. Ein Unfall vielleicht in den Bergen. Seine Seele soll in der Hölle verrotten. Die Soldaten haben nicht sehr lange nach ihm gesucht. Die hassten ihn auch. Der Name Genen kam mir bekannt vor. Er war derjenige, der versucht hatte, La Maledictio zu kaufen. Kann das ein Zufall sein? Sowas wie Zufall gibt es gar nicht. Als die Soldaten fort waren, haben Sie das Haus übernommen? Ja. Ich bin nach ein paar Jahren zurück und habe aufgeräumt. Hat mir das Herz gebrochen. Die Bibliothek habe ich zugesperrt. Genens Papiere wollte ich nicht anfassen. Könnte ich den Schlüssel bitte haben? Kann ich mal in die Bibliothek rein? Nein. Ich habe sie Senor Xavier zu Ehren verschlossen gehalten. Bitte, es ist wichtig. Der Schlüssel ist weg. Er ist weg? Seit der Nacht, als ich zugesperrt habe. Ich hatte auf das Andenken Senor Xaviers etwas getrunken. Der Weinkeller war gut gefüllt, Signora. Es war eine lange Nacht. Ich habe den Schlüssel versteckt. Nur weiß ich nicht mehr, wo. Er ist weg. Das war alles, was übrig war am Morgen. Hab seither keinen Tropfen mehr angerührt. Ich musste herausfinden, woran Genen in der Bibliothek gearbeitet hatte.
Ich muss erstmal herausfinden, wo der Schlüssel ist. Wo ist denn der Weinkeller? Was haben wir denn für einen Zettel? Was war das denn? Hat die nicht eben ihren Zettel aufgenommen? Kamin? Die hat doch einen Zettel eben aufgenommen. Irgendwas George, bist du da? Das Gitter war wieder eingerastet. Oh nein. Das Gitter war wieder eingerastet. Weinkeller. Hinten ist das Büro, aber da geht's ja nicht zum Weinkeller. Wo ist denn der Weinkeller? In der Wildnis? Wo soll denn in diesem... Ich meine, das Haus ist riesig. Windspiel, aber es gibt nur drei Türen. Wildnis. Aus dem Garten war eine wuchernde Wildnis geworden. Okay. Der Weinkeller. Wir gehen mal zum Auto. Die hat doch bestimmt kein Problem mit der Ziege. Hast du ein Problem mit der Ziege? Hallo, Kleines. Echt jetzt? Okay. Autotür. Sehr schön. Okay, was haben wir hier? Ein Dosenschlüssel. Der Boden des Wagens war übersät mit Sardinendosenschlüsseln. Sehr komisch. Radio? Ein 5T71. Außergewöhnlich. Ein 5T71 ist wirklich sehr außergewöhnlich. Das habe ich jetzt nicht hier erwartet. Eine Decke. Jemand hatte im Auto geschlafen. Okay. Aber vor ewigen Zeiten. Die Schuhe? Aber ein altes Paar Schuhe. Armaturenbrett. Das Armaturenbrett wirkte intakt. Aber fahren würde die alte Familienkutsche nie wieder. Nein. Okay, wir haben ein Buch. Ich hob es auf. Sah wie ein altes Tagebuch aus. Es gehörte Ramon. Die Bibliothek wird ein Schrein sein. Keiner wird sie betreten. Ich verstecke den Schlüssel an einem sicheren Ort, sobald ich was gegessen habe. Ich habe, was ich brauche und weiß, was ich tue. Deine Augen so blau, du schöne Maid. Ich denke an dich die ganze Zeit. Ein aufstrebender Poet, unser Ramon. Wie Efeu am Baum sind verschlungen unsere Leben. Ja, so viel bedeutest du mir eben. Hübsch. Hey, hallo. Ich habe das gerade gelesen. Oh, diese blöde Ziege. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Innenraum? Das Innere des Wagens sah übel aus. Ja. Yeah. Okay. Ich würde sagen, wir sollten hier nur anscheinend das Buch finden. Ja. Okay, Ziege. Du hast das Buch aufgefressen. Ist nicht dein Ernst. Kein Respekt vor großer Kunst? Okay. Ziemlich schwere Kost, wie? Ja. Yeah. Viel Spaß. Mögest du... Nee, boah. Echt jetzt? Und jetzt... Entschuldigung. Ich konnte es mir nicht verkneifen. Kommt es jetzt raus oder nicht? Ich kann dir noch den Mob in den Hintern schieben. Nein, das wäre nicht gut für das Tier. Oh nein. Okay, ich hau hier ab. Das tut mir nicht gut. Okay, wir brauchen so schön blau die Augen und dann mit dem Efeu. Gab es Bilder? Okay. Dieser Brunnen, der Brunnen war schon lange trocken. Genau. Also mit dem Brunnen hat das nichts zu tun. Ich kann hier hinten nirgendwo lang. Windspiel haben wir, Wildnis haben wir. Das Fenster. Ein schönes Bleiglasfenster hatte den Angriff vor vielen Jahren unbeschadet überstanden. Okay. So, Eva, bleib mal da stehen. Ich habe echt keine Lust gerade.
So, und da wir ja in diese Richtung nicht gehen können, muss es irgendwas hier drüben sein. Efeu und blaue Augen. Siehst du ein bisschen Zumindest mehr? Die Pflanzen gedienen bestens im Schutt. Erkennst du ein bisschen? Zumindest. Ach so, du erkennst hier gar nichts. Okay. Hof. Der Platz war früher mal sehr schön gewesen. Okay. Selbst so zugewachsen strahlte er noch Ruhe aus. Okay, die ist zu. Zur Halle. Dächer. Das Kastell war riesig. Der größte Teil war allerdings unzugänglich. Ja. Yeah. Okay. Okay, also würde ich sagen, hier haben wir nur den Weg in die Bibliothek. Weil im Schutt bewundert sie ja nur die Pflanzen. Ich würde jetzt sagen, irgendwas. Aber hier gibt's auch Unordnung. Vielleicht findest du noch mal was anderes. Überall im Saal stand irgendwelcher alter Plunder herum. Ramon hatte behauptet, er habe hier aufgeräumt. Yeah, yeah, Mann. Ramon. Okay. Wir gehen jetzt einmal. Wie weit können wir denn hier rüber gehen? Kannst du noch weiter hier rüber gehen? Nein. Von innen sah das Fenster noch hübscher aus. Ja. Yeah. Ich glaube, es zeigt der alte Heilige. Eine Reihe von Schilden, auf denen heraldische Symbole zu sehen waren. Auf der Schriftrolle unter dem Schild stand El Pont de Suert. Okay. Auf der Schriftrolle unter dem Schild stand Girona. Okay. Brandy. In dem Gerümpel im großen Saal stand eine Kiste Brandy. Ramon hatte sie anscheinend leer getrunken. War wohl eine heftige Nacht. Auf der Schriftrolle unter dem Schild stand Berga. Auf der Schriftrolle unter dem Schild stand Olot. Ich glaube, ich bewege mich gerade in die falsche Richtung wieder. Muss ich etwa wirklich nochmal mit Eva reden? Oh, Figur? Achso, die hatten wir ja schon. Muss ich denn wirklich nochmal mit Eva reden? Nein. Eva, freut mich, dass es Ihrem Vater gut geht. Er ist alt und töricht. Er gehört nicht hierher. Aber er hört ja nicht auf mich. Ich vermute, es geht ihm immer noch um dieses Gemälde? Ganz recht. Wir haben es entschlüsselt. Tatsächlich? Ja, wir haben einen Geheimgang hinter dem Kamin entdeckt. Was? Ihr Vater und George sind hineingegangen. Was? Das ist ja wohl ein Witz. Er ist ein alter Mann. Keine Sorge. George weiß, was er tut. Das sagt er zumindest immer. Ihr Vater wirkt sehr gebrechlich. Er ist alt und braucht keinen, der ihn an der Nase rumführt und nach verlorenen Schätzen suchen lässt. Okay. Was Verdächtiges bemerkt? Außer Ihnen und Ihrem amerikanischen Schatz? Nein. Er ist nicht mein Schatz, wissen Sie? Mir doch wurscht. Okay. Sind Sie jemals in der Bibliothek gewesen? Nein, es hieß, die sei abgeschlossen. Der Schlüssel fehlt. Ramon hat ihn wohl vor Jahren versteckt und weiß nicht mehr wo. Schade. Können Sie sich vorstellen, wo Ramon den Schlüssel versteckt haben könnte? Halten Sie mich für eine Hellseherin? Okay, sind Sie schlecht gelaunt? Können Sie mir vielleicht sagen, wo der Weinkeller ist? So eine Information zum Beispiel. Können Sie mir sagen, wie ich etwas aus der Ziege bekomme, die was gefressen hat? Zum Beispiel. Bis später dann. Meine, ich habe ja noch den Mob.
Ich habe jetzt keine Ahnung, ob das funktioniert. Ich würde es aber gerne mal ausprobieren. Gehen wir hier durch. Es ist jetzt nur eine blöde Idee. Das lohnte sich nicht. Ah, okay. Gut, hätte ja sein können. Wie die Frauen nun mal so sind, da ist Dreck, es muss geputzt werden. Gut, ich habe nichts gemacht. Schade. Schade, schade, schade. Die Tür ist aber immer noch verschlossen. Und ich würde gerne in den Weinkeller. Weil ich kann mir gut vorstellen, im Weinkeller... Die Tür war abgeschlossen. Moment. Ich musste den Schlüssel finden. Nee, Moment. Ich fragte mich, wo Ramon... Sei doch mal still. Hier. Den Boden zierte ein raffiniertes Mosaik. Aha. Okay. Moppel mal drüber. Ich brauchte eine bessere Idee.